Howdy Cowboys, howdy Konsolen- und PC-Cowboys. In diesem Video geht es um Red Dead Redemption 2. Die meisten von euch haben schon mitbekommen, Red Dead Redemption 2 gibt es jetzt auch für den PC. Ich habe den PC-Release zum Anlass genommen, dieses Video zu drehen. Ich selbst bin ganz großer Red Dead Redemption-Fan. Auch den ersten Teil habe ich bereits mehrmals durchgezockt. Den zweiten Teil habe ich natürlich auch schon durch. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist ein Wahnsinnsspiel. Für jeden Western-Fan auf jeden Fall ein Muss. Diejenigen, die Red Dead Redemption 2 bereits gezockt haben, ist es wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass Red Dead Redemption in einigen Fällen extrem realistisch dargestellt wird. Ja, und darum geht es in diesem Video. Wir werden heute zusammen analysieren, wie realistisch die Waffen in Red Dead Redemption 2 dargestellt sind und ob es diese Waffen auch überhaupt in der Wirklichkeit gibt. Ich bin dazu schon schwer bewaffnet, wie ihr seht. Die meisten, die mich kennen, werden wissen, das ist schon mittlerweile normal bei mir. Ich bin ausgestattet mit meinem Lancaster Rifle, meinem Kettleman Revolver und meinem Schofield Revolver. Was für Waffen? Ja, klang jetzt etwas komisch, denn so werden die Waffen in Red Dead Redemption genannt. Ich versuche es jetzt nochmal anders. Also, ich bin ausgestattet mit meinem Winchester Rifle, mit meinem Colt Single Action Army und mit meinem Smith & Wesson Model Number 3 in der Ausführung Schofield. Ah! Jetzt habe ich wahrscheinlich die meisten richtig verstanden und ihr merkt schon, da gibt es einiges zu klären. Außerdem möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr legal ab 18 Jahren solche Waffen erwerben und besitzen könnt. Und falls ihr euch für diese Waffen interessiert, möchte ich euch auch gerne zeigen, was es dafür für sportliche Angebote gibt. Also, das wird ein super interessantes Video. Bleibt unbedingt dran. Jetzt geht's los. Als erstes machen wir einen kleinen Abstecher zu meinem Lieblingshändler und zwar zum Büchsenmacher. Wir schnappen uns den Katalog und schauen einfach mal in sein Sortiment, was er hier für Waffen im Angebot hat. Wir haben hier verschiedenste Waffen wie Revolver, Pistolen, Gewehre, Schrotflinten, ist alles dabei. Wir konzentrieren uns heute auf die drei Waffen, die ich euch bereits am Anfang gezeigt hatte. Das ist dann der Kettleman Revolver, der Schofield Revolver und das Lancaster Rifle. Das sind aus meiner Sicht damals in der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg um 1865 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aus meiner Sicht die wichtigsten und populärsten Waffen im alten Westen gewesen. Und hier lässt sich schon mal eine Frage beantworten, und zwar die Frage, ob es auch alle dargestellten Waffen in Red Dead Redemption in der Wirklichkeit gibt oder gab. Und die Antwort lautet ja. Es gibt oder gab alle dargestellten Waffen in Red Dead Redemption auch in der Wirklichkeit. Teilweise sind dort sogar sehr historische Waffen dabei, die in der Waffenindustrie damals eine große Rolle spielten. Das Einzige, was teilweise nicht korrekt ist, ist die Bezeichnung der Waffen, wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen. Ja, bevor wir uns jetzt die Waffen in Red Dead Redemption ganz genau anschauen, möchte ich euch auf jeden Fall noch mal kurz zeigen, mit welchen Waffen ich euch hier den Realismus demonstriere. Das ist eine echte Patrone. Das ist ein sogenannter Heißgaser. Aber keine Angst, diese Patrone ist bereits abgeschossen und dient rein zu Demonstrationszwecken. Mit sowas werden wir heute natürlich nicht schießen. Wir schießen heute mit solchen Patronen. Und so sehen die aus. Die sehen etwas merkwürdig aus. Die eine Patrone ist
komplett hohl und die andere Patrone ist geschlossen, hat hier hinten auf der Rückseite aber trotzdem einen Zünder. Wie das Ganze funktioniert, was das jetzt auch damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt nochmal eben an. Ihr seht, ich habe hier zwei sogenannte Kettleman-Revolver oder wie sie halt richtig heißen, Single-Action-Armies. Und auf den ersten Blick sehen diese Revolver so ziemlich identisch aus. Wenn man dann aber nochmal genau hinguckt, sind ja eigentlich gar nicht so identisch. Beide funktionieren nämlich unterschiedlich. Fangen wir zuerst mit diesem Revolver an. Dieser Single Action Army ist von der Firma Umarex und das ist ein sogenannter Kaltgaser. Das heißt, wenn ich damit schieße, dann kommt hier vorne kein Feuerstoß raus, sondern der wird angetrieben durch CO2. Wenn ihr euch den Revolver nochmal von unten anschaut, könnt ihr hier eine Schraube erkennen und man kann sogar das Griffstück von dem Revolver ganz einfach entfernen. Das hat nämlich einen bestimmten Hintergrund. Ihr seht in dem Griffstück eine Mulde und in diese Mulde kommt eine CO2-Kapsel rein. Die wird hier eingelegt, dann wird die festgeschraubt. Dadurch wird es angestochen und in den Revolver strömt CO2-Gas. Nachdem ihr das Ganze angestochen habt, nehmt ihr wieder euer Griffstück, setzt das hier drauf und damit wäre der Revolver fertig zum Schießen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Patrone genau angucken, die in diesen Revolver reinkommt, hatten wir ja eben schon gesehen, befindet sich hier ein Hohlraum und zwar dient dieser Hohlraum für ein Diablo. Viele von euch, die im Schützenverein sind, haben das schon mal gehört. Das ist das Geschoss, was hier hinten reingesteckt wird. Und diese Ladehülse oder diese Patrone kommt dann in den Revolver. Und beim Auslösen des Schusses wird ein CO2-Gasausstoß freigegeben. Und dieser treibt den Diablo durch den Lauf. Revolver Nummer 2 ist von der Firma Kuno Melchior. Dieser Single Action Army funktioniert dann nochmal etwas realistischer. Hier ist das Griffstück fest. Ich kann das Griffstück nicht abnehmen. Hier unten befindet sich auch keine große Schraube. Dieser Single Action Army funktioniert absolut wie sein originales Vorbild, der Colt Single Action Army. Und die dazugehörige Patrone ist diese hier. Das ist eine sogenannte Luftenergiepatrone. Das ist nämlich eine Patrone, die mit Druckluft befüllt wird mit bis zu 230 Bar und auch hier vorne in die Öffnung, die kann man, das silberne Stück, das kann man abschrauben und auch hier vorne in die Öffnung kommt dann ein Diablo rein und um den Schuss auszulösen, muss ich natürlich dann auch wie beim Original den Hahn spannen, löse den Schuss aus, der Schlagbolzen trifft auf den Auslöser, auf den Zünder, die Luft wird freigegeben und der Diablo wird aus der Patrone herausgetrieben durch den Lauf. Ja, und auch das Rifle, was ihr vorhin schon gesehen habt, ist ein sogenannter Kaltgaser. Auch dieses Rifle wird mit zwei CO2-Kapseln geladen. Die kommen hier hinten in die Rückseite rein. Das Ganze wird auch wieder angestochen, geschlossen. Und damit wäre das Rifle fertig zum Schießen. Als Patrone dient die Patrone aus dem ersten Revolver, die ich euch gerade gezeigt habe. Hinten kommt der Diablo rein, das Rifle wird geladen, funktioniert alles genau wie das Originalvorbild, wie die Winchester. Beim Auslösen des Schusses wird auch wieder der Diablo aus der Ladehülse getrieben und verlässt dadurch den Lauf. Ja, diese Waffen sehen ihrem Vorbild, dem Original, zum Verwechseln ähnlich, funktionieren auch so. Deshalb kann ich euch auch das heute an diesen Waffen so gut demonstrieren. Und diese Waffen, die ich hier benutze, haben eine maximale Mündungsenergie von maximal 7,5 Joule. Das heißt, das Projektil, was ihr hier vorne rausschießt, hat eine Kraft von maximal 7,5 Joule. Und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Waffengesetz auskennt, weiß, dass man solche Waffen frei kaufen und besitzen darf, ohne jegliche Erlaubnis. Beziehungsweise ein Waffenschein
Waffenschein ist immer falsch, der Begriff. So wird es umgangssprachlich in Deutschland genannt. Der richtige Begriff wäre Waffenbesitzkarte. Also jeder darf sich ab 18 Jahren ohne Waffenbesitzkarte so einen Revolver kaufen und besitzen. Und vom Prinzip ist das ganz einfach. Jeder, der Red Dead Redemption 2 kaufen darf, weil Red Dead Redemption 2 ist ja auch erst ab 18 Jahren, der darf sich auch so einen Revolver kaufen und besitzen. Dann schauen wir uns die Waffen mal im Detail an. Und wir starten als allererstes mit dem Revolver Nummer 1, dem Kettleman. Wenn man sich den Kettleman nochmal anschaut, hat er als besondere Merkmale ein recht schlankes Design. Seitlich unter dem Lauf befindet sich eine Schiene, das ist der Hülsenausstoßer. Und hinten am Rückstoßschild befindet sich eine Ladeklappe, um die Patronen in die Trommel laden zu können. Auch sehr feine Details werden hier dargestellt. Merkt euch mal bitte die drei Schrauben unter der Trommel und die Schraube vor der Trommel. Und so schaut er dann aus, der Kettleman Revolver. Sein richtiger Name lautet Single Action Army, wurde ursprünglich entwickelt von der Firma Colt. Schaut man sich den Revolver jetzt mal so in Wirklichkeit an, dann sieht man, wie viel Mühe sich Rockstar Games bei der Umsetzung der Waffen gegeben hat. Und auch hier fehlt absolut kein Detail in Red Dead Redemption. Wenn wir jetzt nochmal auf die typischen Merkmale eingehen, der Hülsenausstoßer seitlich unter dem Lauf. Dann haben wir hinter der Trommel am Rückstoßschild die Ladeklappe, um die Patronen nachladen zu können oder ausstoßen zu können. Da schauen wir uns übrigens gleich nochmal im Detail an, wie das Ganze funktioniert. Ich sprach eben gerade von den drei Schrauben unterhalb der Trommel. Diese drei Schrauben sind typisch für den Colt Single Action Army, aber auch die Schraube vor der Trommel im Rahmen, die Längsschraube, die uns beim Drücken der Schraube erlaubt, die Trommelachse zu entfernen, auch diese Schraube ist im Spiel sichtbar. Ja, der Colt Single Action Army, der hat eine sehr lange Geschichte und wer sich mit dem Thema Revolver mal auseinandersetzt, wird schnell erfahren, dass der Colt Single Action Army der Revolver unter den Revolvern ist. Es ist wirklich der Kultrevolver. 1873 kam der Revolver auf den Markt, wurde zuerst verwendet von der amerikanischen Kavallerie. Dort setzte sich der Revolver schon schnell durch seine hohe Zuverlässigkeit und auch im zivilen Markt entwickelte sich der Colt Single Action Army rasch zum Liebling der Nation. Ja, und den letztendlichen Kult schaffte dann die amerikanische Filmindustrie um den Colt Single Action Army. Denn wenn ihr euch mal einen Western anschaut und mal etwas genauer auf die Waffen achtet, dann wird euch auffallen, dass es eigentlich kaum einen Western gibt, in dem kein Single Action Army verwendet wird. Auch nach fast 150 Jahren wird der Colt Single Action Army immer noch von der Firma Colt produziert und hergestellt und es ist immer noch einer der beliebtesten Revolver weltweit. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe auf die Geschichte des Colt Single Action Armies, dann schaut euch bei YouTube unbedingt meine Colt Story an. In der Colt Story gehe ich wirklich nochmal auf die komplette Entwicklung des Colt Single Action Armies ein. Vom ersten Revolver von Samuel Colt bis in die heutige Zeit. Und in diesem Video erkläre ich euch dann nochmal ganz genau, wie der Kult um den Single Action Army entstanden ist. Kandidat Nummer 2, der Scofield Revolver. Ja, und auch der Scofield Revolver ist sehr detailgenau dargestellt. Auch hier kann man ganz genau jede kleinste Schraube erkennen. Also Rockstar hat sich wirklich sehr viel Mühe bei der Umsetzung der Waffen gegeben. Ich kann es nur noch mal betonen. Die typischen Merkmale des Scofield Revolvers sind zu einem das große Gelenk unten vor der Trommel, die Laufverriegelung vor dem Hahn zum Abknicken des Laufs und auch sehr gut sichtbar ist die spezielle Form des Laufs. Und wenn man sich den Lauf von oben anschaut, kann man erkennen, dass sich eine lange Einkerbung von der Kimme bis zum Korn befindet. Der Scofield Revolver. Ja, die typischen Merkmale, das große Gelenk unten vor der Trommel, die Laufverriegelung vor dem Hahn,
Und natürlich die merkwürdige Form des Laufs ist auch sehr gut sichtbar. Und wenn man sich den Lauf von oben anschaut, kann man die lange Lauflinie erkennen, hinten von der Kimme bis vorne zum Korn. Der Scofield Revolver hat eine fast so lange Geschichte wie der Colt Single Action Army. Er kam 2 Jahre später auf den Markt und das Model Number 3 sollte der Revolver von Smith & Wesson sein, der dem Colt Single Action Army Paroli bietet. Auch Smith & Wesson hat es in die US Army bzw. zur US Cavalry geschafft. Dort kam der Scofield Revolver auch sehr gut an. Hoch zu Ross konnte der Revolver ganz einfach mit einer Hand beladen werden oder entladen werden und mit der linken Hand wieder schnell beladen werden. Jedoch versuchte Smith & Wesson mit dem Model Number 3 auch eine eigene Patrone auf dem Markt durchzusetzen, was allerdings bei der US Army nicht sehr gut ankam, weil man dort natürlich versuchte, den Wildwuchs an verschiedenen Patronen und Kalibern zu vermeiden. Der Colt Single Action Army, der sich in der US Army bereits sehr gut etablierte, verwendete die Patrone Colt Kaliber 45 und Smith & Wesson verwendete zwar auch eine Patrone im Kaliber 45, allerdings war diese etwas kürzer als die vom Colt. Das passte der US Cavalry überhaupt nicht und so wurde der Scofield wieder schnell ausgesondert. Viele ausgesonderte Modelle landeten zum Beispiel bei dem Postkutschenunternehmen Wells Fargo. Dort kürzte man die Läufe und natürlich wurden auch viele Modelle in den zivilen Markt verkauft. Der Scofield Revolver ist nicht so bekannt wie der Colt Single Action Army. Es ist jedoch auch ein historisch wichtiger Revolver und vor allem ein schöner Revolver. Was auch noch sehr interessant ist, wenn man sich mal das Titelcover anguckt von Red Dead Redemption, dann kann man feststellen, dass der Scofield Revolver auf dem Titelbild des Red Dead Redemption Covers Platz findet. Zu guter Letzt das Lancaster Rifle. Auch hier fehlt kein Detail, sehr gut umgesetzt. Sogar der Sattelring über dem Repetierhebel ist sichtbar. Weitere typische Merkmale sind zum einen das Magazinrohr, also das zweite Rohr unter dem Lauf. Nicht zu übersehen ist der Repetierhebel unter dem Gewehr am Abzug und dreht man das Rifle einmal um, kann man auf der anderen Seite ganz gut das Ladefenster erkennen, was auch typisch für das Lancaster bzw. für das Winchester Rifle ist. Und dann hätten wir noch das Lancaster Rifle. Lancaster Rifle nicht ganz. Das Lancaster Rifle ist in der Realität das Winchester Modell 1866. Das Rifle, was ich euch jetzt hier gerade zeige, ist ein Nachbau des Winchester Modells 1894. Optisch weichen diese beiden Rifles etwas voneinander ab, aber die Funktionsweise ist die gleiche. Was ich euch hier auf jeden Fall sehr gut zeigen kann, sind die typischen Merkmale. Das wären zum Beispiel das zweite Rohr unter dem Lauf, das Magazinrohr. Dann haben wir hier einmal den Sattelring. Natürlich nicht zu vergessen der Hebel unter dem Systemkasten. Und auf der anderen Seite lässt sich sehr gut das Ladefenster erkennen, um das Magazinrohr mit Patronen zu befüllen. Ja, Rockstar Games hat sich bei der Umsetzung der Waffen, bei dem Aussehen der Waffen auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das Design ist auf jeden Fall realistisch und auch das Sortiment der Waffen, also die Auswahl der Waffen, ist realistisch. Ja, aber was passiert denn in Red Dead Redemption, wenn ich aus so einer Waffe einen Schuss abgebe? Wie verhält sich diese Waffe und was löst diese Waffe in der Umgebung aus? Das ist auch nochmal sehr interessant und das schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau an. Und als erstes eine kurze Szene mit dem Kettleman Revolver. Hört mal bitte ganz genau auf die Umgebung und schaut euch den Schuss ganz genau an. Und habt ihr es gesehen und gehört, was so ein Schuss in Red Dead Redemption auslöst? Zunächst kann man auf jeden Fall sehen, was passiert. Also es entsteht ein Feuerstoß vorne an der Waffe und dort, wo ich hinschieße, entsteht ein Einschussloch. Was auch sehr interessant ist, die Umgebung in Red Dead Redemption 2
reagiert auf so einen Schuss. Wenn ihr genau hingehört habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass bei dem Schuss die Vögel weggeflogen sind, die Vögel wurden erschreckt und in jeder Hinsicht reagiert die Umgebung auf so einen Schuss. Schieße ich in einer Stadt, kann man sehen, wie die Leute aus der Umgebung flüchten oder in Deckung gehen. Schieße ich irgendwo in der Natur, kann man halt ganz gut sehen, wie die Tiere flüchten oder Tiere sich erschrecken. Also bei jedem Schuss in Red Dead Redemption 2 gibt es aus der Umgebung eine Reaktion. Der Schuss an sich aus der Waffe ist aber auch nochmal sehr, sehr interessant. Und das schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau in Zeitlupe an. Erst die Zeitlupe offenbart uns, wie realistisch ein Schuss in Red Dead Redemption umgesetzt ist. Das bedeutet, ich spanne den Hahn. Der Hahn fällt auf die Patrone. Die Patrone löst den Schuss aus. Beim Schuss entsteht ein Rückstoß. Vorne am Lauf entsteht ein Feuerausstoß. Das Projektil trifft auf den Gegenstand. Am Gegenstand entsteht ein Einschussloch. Und zum Schluss entweicht Rauch aus dem Lauf. Und was noch viel krasser ist, das kann man aber auch fast nur beim Standbild sehen, sogar beim Entweichen der heißen Gase vorne aus dem Lauf fängt die Luft um den Lauf herum an zu flimmern. Also wirklich Wahnsinn, wie das Ganze umgesetzt ist. Ja, toll gemacht, oder? Also ich glaube, realistischer kann man das wirklich nicht machen. Lasst uns aber auch nochmal ganz kurz den Schuss aus dem Lancaster Rifle angucken. Das ist auch wirklich toll gemacht. Beim Lancaster Rifle genau das Gleiche. Der Schuss wird ausgelöst. Beim Repetiervorgang fliegt die leere Hülse oben aus dem Systemkasten heraus. Was jetzt hier super geil gemacht ist, sogar der Rauch aus dem Systemkasten entweicht. Und nach dem Schuss entweicht natürlich auch Rauch vorne aus der Mündung. Leute, so fühlt man sich wie im Wilden Westen. Echt toll gemacht. Ja, und wer in Red Dead Redemption viel schießt, der muss seine Waffen natürlich auch viel pflegen, weil ansonsten hat man nämlich ein kleines Problem. Und auch das verhält sich wie in der Realität. Und wie im echten Leben auch, muss man in Red Dead Redemption ab und zu mal seine Waffen reinigen und pflegen. Denn wer das nicht tut, der riskiert eine immer schlechter werdende Schussleistung. Und das kann sogar bis zum totalen Versagen der Waffen führen. Wenn ich jetzt meine Waffe reinige, könnt ihr unten links in der Anzeige sehen, dass die Werte sich wieder verbessern. Und ich erhalte wieder meine volle Schussleistung. Rockstar Games hat das Verhalten von Schusswaffen in Red Dead Redemption sehr gut umgesetzt und damit ist das Verhalten von Schusswaffen absolut realistisch. Single Action, Double Action, Lever Action, hä? Für viele sind diese Begriffe böhmische Dörfer. Diese drei Begriffe sind wichtig, um die Waffen in Red Dead Redemption 2 oder in der Realität genau verstehen zu können, sind aber auch wichtig für den weiteren Verlauf des Videos. Ich erkläre sie euch. Hier erstmal eine Szene mit dem Kettleman-Revolver. Und wie ihr es ja vorhin jetzt schon mitbekommen habt, heißt der Kettleman in Wirklichkeit ja nicht Kettleman, sondern er heißt Single Action Army. Ja, und jetzt haben wir schon wieder dieses Wort Single Action Army. Was bedeutet das jetzt genau? Single Action bedeutet, dass ihr, bevor ihr einen Schuss auslösen könnt, erstmal den Hahn spannen müsst. So genau so, wie ihr es jetzt im Video seht. Und könnt dann mit dem Abzug den Schuss auslösen. Es funktioniert nicht, dass man einfach nur den Abzug drückt, um den Schuss auszulösen, sondern ihr müsst erst den Hahn spannen und könnt dann den Schuss auslösen. Wie in der Wirklichkeit auch. Man spannt den Hahn, betätigt dann mit seinem Finger den Abzug und löst den Schuss damit aus. Das bedeutet Single Action. Als nächsten Revolver haben wir dann so den sogenannten Double Action Revolver. Dieser Revolver heißt in Wirklichkeit Colt M1892 und dieser Revolver ist mit dem Double Action Abzug ausgestattet. Was ist jetzt aber der Unterschied zum Single Action? Schaut euch das Video genau an und ihr könnt erkennen, dass der Hahn nicht separat gespannt werden muss, denn viele kennen das vielleicht vom alten Spielzeugrevolver. Durch Betätigung des Abzugs wird der Hahn gespannt und der Schuss wird ausgelöst. Alles in einem Vorgang. Also durch Betätigen des Abzugs löse ich gleichzeitig zwei Aktionen aus. Ich spanne den Hahn und löse damit den Schuss aus. Deshalb Double Action.
Die Bedienung des Lancaster Rifles oder auch des Litchfield Rifles funktioniert über ein etwas anderes System namens Lever Action oder auch Lever Action genannt. Die Aussprache des Begriffs ist übrigens weltweit sehr umstritten. Ich nenne es Lever Action. Und auf Deutsch nennt sich das dann Unterhebel-Repetierer. Wie funktioniert jetzt so ein Unterhebel-Repetierer genau? Ihr seht den Hebel, den Unterhebel unter dem Gewehr und durch Betätigung des Hebels, also durch nach vorne drücken des Hebels, löst ihr verschiedene Vorgänge aus. Zu einem wird eine Patrone aus dem Magazinrohr, was sich unter dem Lauf befindet, mittels eines Liftes eine Ebene nach oben befördert. Dadurch sitzt die Patrone dann vor dem Lauf bzw. in der Patronenkammer. Und zum anderen wird durch die Betätigung des Unterhebels der Hahn gespannt. Wird der Unterhebel dann wieder zurückgezogen, ist die Patronenkammer geschlossen und das Rifle ist geladen. Jetzt muss als nächstes nur noch der Abzug gedrückt werden und ihr löst den Schuss aus. Auch das ist in Red Dead Redemption sehr gut umgesetzt und auch das lässt sich in der Wirklichkeit dann nochmal genau zeigen. Also der Unterhebel wird betätigt. Durch die Betätigung des Unterhebels wird eine Patrone aus dem Magazinrohr mittels des Liftes vor den Lauf gesetzt. In diesem Zug wird auch gleichzeitig der Hahn gespannt und wenn ihr den Unterhebel wieder zurückzieht, wird die Patronenkammer geschlossen und es muss nur noch der Abzug betätigt werden, um den Schuss auszulösen. Das ist Lever Action. Ich hoffe, ich konnte euch die drei Begrifflichkeiten etwas näher bringen. Nun gibt es aber insbesondere bei Single Action und bei Double Action noch einen kleinen Unterschied. Wie sieht es denn aus mit der Präzision der Waffen? Wenn man in Red Dead Redemption die Präzision der Waffen überprüfen will, reicht es vollkommen aus, wenn ich mit den Waffen auf irgendwelche Gegenstände schieße. Am besten eignen sich dazu, wie jetzt hier in dem Beispiel, Felswände. Wenn ich jetzt mit dem Single-Action-Revolver versuche, präzise zu schießen, muss ich langsame Schussfolgen abgeben und man sieht dann hinterher ganz genau, dass ich hier Loch in Loch geschossen habe. Ich habe keinen Streukreis und damit würde das auch der Realität entsprechen. Beim Double-Action Revolver sieht das dann schon wieder etwas anders aus, wenn ich versuche mit dem Double Action Revolver präzise zu schießen und mir das Schussbild dann angucke, würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich einen etwas größeren Streukreis habe als beim Single Action Revolver. Jedoch ist es so, wenn man sich dann das Trefferbild genau anschaut, kann man auch hier sehen, dass ich mit dem Double Action Revolver Loch in Loch schieße. Ich will jetzt nicht abstreiten, dass das nicht möglich ist. Für mich ist das in dem Fall dann wieder etwas unrealistisch und hier hätte ich mir einen größeren Streukreis als beim Single-Action-Revolver gewünscht. Das ist dann aber wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Erst wenn ich schnelle Schussfolgen mit den Revolvern abgebe, kann man sehen, dass sich das Trefferbild verschlechtert und der Streukreis deutlich gröber ist als beim langsamen Schießen. Das ist wiederum sehr realistisch gemacht. Ja, interessant, oder? Also man kann vom Prinzip sagen, der Double-Action-Abzug ist die Weiterentwicklung vom Single-Action-Abzug. Und der Vorteil des Double-Action-Abzugs ist halt, dass ich schnellere Schussfolgen abgeben kann. Allerdings hat das Ganze auch einen Nachteil, denn jeder, der schon mal mit einem Double-Action-Revolver geschossen hat, wird merken, dass wenn ich den Abzug beim Double-Action-Revolver betätige, dass das natürlich nicht so einfach ist wie bei einem Single-Action-Revolver. Und das Problem dabei ist halt einfach, dass ich leicht beim Schießen die Richtung des Revolvers verziehe. Und deswegen kann ich mit den meisten Double-Action-Revolvern auch im Single-Action-Modus schießen. Das heißt, im Normalfall kann ich den Double-Action-Revolver dann auch manuell spannen und ich kann dann ganz einfach sachte den Abzug betätigen und der Vorteil ist halt, dass ich weniger Kraftaufwand am Finger habe und dass ich dadurch natürlich dann den Schuss präziser auslösen kann. Ja, ihr konntet sehen, anhand der Red Dead Redemption Videoszenen konnte ich euch jetzt ganz genau erklären, was Single Action, Double Action oder Lever Action bedeutet. Und hier kann man jetzt natürlich auch schon mal festhalten, dass die Bedienung der Waffen in Red Dead Redemption 2 absolut realistisch ist. Jetzt haben wir gerade gelernt, der Double Action Revolver hat den Vorteil, dass ich ohne Probleme mit einer Hand schnelle Schussfolgen abgeben kann. Das kann ich natürlich beim Single Action Revolver nicht so einfach machen. Das heißt, ich muss ihn ja jedes Mal spannen
und wieder den Abzug betätigen. Spannen und den Abzug betätigen. Natürlich kann ich auch mit einem Single-Action-Revolver schnelle Schussfolgen abgeben. Und wie das ganz genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wer kennt es nicht? Das locker lässige Schießen aus der Hüfte. Nicht nur in den zahlreichen Westernfilmen sieht man diese Art des Schießens, sondern auch in Red Dead Redemption. Die Frage ist, wieso wird mit dem Revolver so geschossen? Um mit einem Single-Action-Revolver, insbesondere mit dem Colt Single-Action-Army, schnelle Schussfolgen abgeben zu können, benötigt man zwei Hände. Eine Hand, die den Revolver hält und die andere Hand, die den Hahn schnell nacheinander spannt. Diese Art des Schießens hat einen bestimmten Begriff, man nennt es Fanning oder auf Deutsch Fächern. Es wird gerne darüber spekuliert, ob diese Art des Schießens in der Wirklichkeit überhaupt machbar ist und ob man damit auch seine Ziele treffen kann. Und wir machen heute Schluss mit allen Spekulationen und probieren es einfach selbst aus. Dafür nutze ich mein Metallziel. Dieses Ziel hat einen Durchmesser von 40 cm und die Entfernung zum Ziel beträgt 2,5 Meter. Um die Treffer sichtbar zu machen, hänge ich zwei DIN A4 Seiten vor das Ziel. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ich rate euch davon ab, das Schießen aus der Hüfte zu Hause mit irgendwelcher Art von Waffen nachzumachen. Ich persönlich bin in dem sicheren Umgang mit Waffen vertraut und weiß, worauf ich achten muss, um mich oder andere nicht zu verletzen. Wenn ihr sowas zu Hause selbst ausprobieren solltet, dann macht ihr das selbstverständlich auf eigene Gefahr. So, genug geschwafelt, Schutzbrille aufgesetzt und zunächst schauen wir uns dann nochmal das Video aus Red Dead Redemption an und werden es zeitlich messen. Die Zeitmessung beginnt mit dem ersten Schuss und endet mit dem sechsten Schuss. Sechs Schüsse aus der Hüfte innerhalb von 1,36 Sekunden, das sieht sportlich aus. Was denkt ihr, schaffe ich das auch? Ja, sechs Schüsse innerhalb von 1,14 Sekunden. Schauen wir uns das Ziel mal genauer an. Sechs Schüsse, alle auf der Scheibe drauf. Und man kann halt hier sehr gut sehen, dass der Streukreis recht groß ist, was sich auch nicht vermeiden lässt. Und wenn man diese Art des Schießens übt, kann man durchaus verschiedenste Ziele in schneller Zeit treffen. Jetzt wird speziell. Ist Fanning mit jedem Revolver möglich? In Red Dead Redemption werden zum Beispiel beim Scofield Revolver für schnelle Schussfolgen das Fanning benutzt. Wie sieht's aber in der Realität aus? Ist das auch so möglich? Zunächst erfolgt wieder die Zeiterfassung aus dem Video von Red Dead Redemption. 1,56 Sekunden mit dem Scofield Revolver beim Fanning aus der Hüfte. Nicht schlecht. Aber wie sieht's in der Realität aus? Das schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Ja, das hat jetzt mal nicht so ganz funktioniert. 2,41 Sekunden mit dem Scofield Revolver in der Realität. Ja, ich habe mir eben gerade schon ziemlich einen abgestokelt, weil das Fanning mit dem Scofield Revolver wirklich nicht einfach ist. Es gibt zwei Probleme. Problem Nummer 1 ist, dass sich die Laufverriegelung direkt über den Hahn befindet. Und in einem vorherigen Versuch ist es mir schon passiert, dass ich versehentlich mit meiner Hand beim Fanning gegen diese Laufverriegelung gekommen bin und mir der Lauf nach vorne abgekippt ist. Problem Nummer 2 ist, dass die Abzugsmechanik mir beim Scofield Revolver nicht erlaubt, den Abzug zu drücken und gleichzeitig den Hahn zu ziehen. Bei dem Scofield Revolver hätte ich mir in Red Dead Redemption eine etwas langsamere Schussfolge gewünscht im Vergleich zum Colt Single Action Army. Denn der Scofield Revolver hat seine Stärken in einem ganz anderen Bereich und zwar beim B- und Entladen des Revolvers. Das sehen wir uns aber gleich noch genauer an. Der Unterhebelrepetierer hat den Vorteil, dass wir schnelle Schussfolgen abgeben können im Vergleich zu anderen Gewehren. Um das Ganze mit der Realität zu vergleichen, werden wir jetzt 10 Schüsse abgeben und die Zeitmessung beginnt wieder mit dem ersten Schuss und endet mit dem 10. Schuss. Zehn Schüsse, 5,77 Sekunden. Okay, was denkt ihr? Geht das noch schneller? Ich werde es ausprobieren.
10 Schüsse in 3,87 Sekunden. Schon mal deutlich schneller als in Red Dead Redemption. Ja, jetzt kann ich mir natürlich richtig einen darauf einbilden. Was meint ihr, ist das jetzt das Ende der Fahnenstange oder geht das noch schneller? Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Und habt da mitgezählt, es waren tatsächlich 10 Schüsse. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, boah, was geht ab? Und weil das alles so schnell war, gucken wir uns die Szene jetzt nochmal an und werden diese auch zeitlich messen. Ja, unglaubliches Ergebnis. 10 Schüsse in 1,64 Sekunden. Wow, Wahnsinn. Ja, irre, oder? 10 Schüsse in 1,64 Sekunden, das muss erstmal einer nachmachen. Das war übrigens gerade eine Szene aus dem Cowboy Action Shooting. Cowboy Action Shooting ist ein Schießsport. Was das ganz genau ist, erkläre ich euch gleich noch im Laufe des Videos. Also haltet durch, bleibt dran. Ja, und auch die schnellen Schussfolgen mit den Waffen sind in Red Dead Redemption sehr gut umgesetzt. Jetzt müssen wir hier allerdings ein bisschen differenzieren. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Die schnellen Schussfolgen mit dem Single-Action-Revolver sind in Red Dead Redemption definitiv realistisch. Schnelle Schussfolgen mit dem Scofield-Revolver sind aus meiner Sicht nicht realistisch. Hier hätte ich mir, wie schon vorhin erwähnt, etwas langsamere Schussfolgen gewünscht. Und die schnellen Schussfolgen mit dem Lancaster Rifle sind zwar etwas langsam, aber auch realistisch. Wenn ich in Red Dead Redemption 2 mit meinen Waffen schieße, dann muss ich die natürlich auch irgendwann mal nachladen. Und auch das Nachladen der Waffen in Red Dead Redemption sollten wir uns nochmal ganz genau anschauen. Zuerst eine einfache Ladeszene mit dem Kettleman Revolver. Betrachten wir das Ganze jetzt nochmal genauer in Zeitlupe. Man kann sehr schön erkennen, wie mit dem Daumen die Ladeklappe hinten am Rückstoßschild geöffnet wird und wie mit dem linken Zeigefinger der Hülsenausstoßer benutzt wird, um die leeren Patronen auszuwerfen. Die Trommel dreht sich, man kann auch immer sehr schön sehen, wie die Hülsen herausgeschoben werden und wie neue Patronen nachgeladen werden. Bis hierhin sieht das alles sehr schön aus, allerdings achtet mal bitte hinten auf den Hahn. Der Hahn befindet sich nicht in der sogenannten Laderast. Um einen Single Action Army laden zu können, muss der Hahn in die Laderast gezogen werden, damit ich die Trommel überhaupt drehen kann. Hier hat Rockstar Games leider etwas gepennt. Dann schauen wir uns doch nochmal an, wie der Single Action Army in der Realität geladen wird. Ladeklappe wird geöffnet, der Hahn wird in die Laderast gezogen, der Hülsenausstoßer wird benutzt, um die Patronen auszuwerfen und wenn die Trommel leer ist, werden neue Patronen nachgeladen. Danach wird die Ladeklappe wieder geschlossen, der Hahn wird entspannt und fertig ist der Ladevorgang. Machen wir weiter mit dem Scofield Revolver. Hier eine einfache Ladeszene. Wie sieht's in Zeitlupe aus? Das Ladeprinzip ist das, was den Scofield Revolver so besonders macht. Das ist ein sogenannter Top Break Revolver. Das heißt, nachdem ich die Laufregelung betätigt habe, kann ich den Lauf nach vorne abknicken und in diesem Moment werden mit dem Hülsenausstoßer alle 6 Hülsen ausgeworfen. Und auch hier kann man sehr schön sehen in Red Dead Redemption, wie alle 6 Patronen auf den Boden fallen. Sehr schön gemacht, Rockstar Games. Und wenn die Trommel leer ist, werden 6 neue Patronen nachgeladen. Der Lauf wird wieder verriegelt und der Revolver ist beladen. Auch in der Realität kann man das sehr schön zeigen. Ich betätige die Laufverriegelung, der Lauf wird nach vorne gekippt. In diesem Moment wirft der Hülsenausstoßer alle 6 Patronen aus. Danach ist die Trommel leer und ich kann meine 6 neuen Patronen nachladen. Und wenn ich meine 6 Patronen nachgeladen habe, wird der Lauf wieder verriegelt und der Revolver ist fertig zum Schießen. Und nun noch eine Ladeszene mit dem Lancaster Rifle. Zum Beladen des Lancaster Rifles
werden lediglich die Patronen in das seitlich angebrachte Ladefenster geschoben. Danach wird einmal durchrepetiert und das Rifle ist fertig zum Schießen. Und auch in der Realität ist die Handhabung beim Winchester Rifle genau gleich. Jetzt kann man auch ganz gut das Ladefenster an der Seite des Systemkastens sehen. Und die Patronen werden einfach seitlich in das Ladefenster reingeschoben. Gelagert werden die Patronen übrigens unten unter dem Lauf im Magazinrohr. Ich lade mein Rifle jetzt mit 10 Patronen und egal welche Waffe ich nehme, Leute, das ist eigentlich das, was immer am meisten Spaß macht. So, 10 Patronen geladen und fertig ist das Rifle. Also bis hier erstmal alles soweit so gut. Die Ladefunktion der Waffen ist in Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall realistisch dargestellt. Aber welche Ladetechnik wird denn bei den Waffen angewendet? Jetzt wird es nochmal interessant. Kommen wir zur Ladetechnik. Achtet man mal auf die Art des Ladens, kann man hier sehr gut erkennen, dass zuerst die leere Hülse ausgestoßen wird und in dem Zuge in die leere Patronenkammer gleich wieder eine neue Patrone reingeschoben wird. Es wird also nicht zuerst die komplette Trommel leer gemacht und dann wieder neu gefüllt, sondern es wird eine leere Hülse ausgestoßen und gleich wieder eine neue Patrone hinterhergeschoben. Diese Ladetechnik nutzen wir auch für unseren Sport, für das Cowboy-Action-Shooting mit CO2-Waffen. Und auch hier hat sich diese Ladetechnik als schnell erwiesen. Also leere Hülse raus, neue Patrone rein. Leere Hülse raus, neue Patrone rein. Und das Ganze 6-mal. Diese Art des Ladens findet allerdings nicht unter realistischen Bedingungen statt. Denn wenn ich mich frei bewege, habe ich keinen Ladetisch und kein Ladebrett, wo ich meine 6 Patronenhülsen schön angeordnet irgendwo stecken habe. Und deshalb können wir das so, wie es jetzt hier im Video aufgebaut ist, nicht als Grundlage zum Vergleich nehmen. Red Dead Redemption gibt vor, realistisch zu sein. Deshalb wollen wir das natürlich auch unter realistischen Bedingungen darstellen. Schauen wir uns die Ladeszene in Red Dead Redemption nochmal ganz genau an. Achtet man auf die Trommel, kann man sehen, dass sich die Trommel dreht. Aber die Frage ist, mit welchem Finger wird die Trommel gedreht? Scheinbar dreht sich die Trommel automatisch. Na gut, okay. Was auch auffällt, ist, wenn man sich mal die anderen Ladevorgänge anschaut, dass die Patronen bei allen Red Dead Redemption Spielern scheinbar aus der Hand wachsen. Bei mir ist bisher noch nie beim Beladen einer Waffe ein Griff zum Gürtel, in eine Tasche oder sonst wo aufgefallen. Beim Ladevorgang werden gleich die Patronen in den Revolver reingesetzt, ohne irgendwie in eine Tasche oder sonst was zu greifen. Und egal wie viel Patronen nachgeladen werden. Versuchen wir es einfach mal selbst. Gehen wir einfach mal davon aus, dass der Spieler in der rechten Hand 6 Patronen hält. Genauso mache ich das auch und versuche dann mal mit dem Revolver zu schießen. Ja, wie man sehen kann, das ist nicht so einfach. Sieht sehr komisch aus und funktioniert schon mal nicht so wie in Red Dead Redemption. Auch beim Laden des Revolvers versuche ich mich an Red Dead Redemption zu halten und versuche nur mit der linken Hand die Trommel zu drehen und die Patronenhülsen auszustoßen und mit der rechten Hand die Patronen nachzuladen. Auch das ist wieder leichter gesagt als getan. Und ist in der Realität nur sehr schwer machbar. Ich überlege mir was anderes. Versuchen wir es mal unter realistischen Bedingungen. Irgendwo muss ich ja meine Patronen gelagert haben. Ich nehme mir zuerst mal eine kleine Gürteltasche und stecke die 6 Patronen in diese Tasche rein. Mache diese Tasche an meinen Gürtel. Ich verzichte jetzt einfach mal darauf, euch den Ladevorgang zu zeigen, weil auch das ist einfach zu fummelig. Und bis ich die 6 Patronen aus der Gürteltasche geholt habe, vergeht einfach viel zu viel Zeit. Nächster Versuch, mein Revolvergürtel. Ich nehme meine 6 Patronen und stecke die in die dafür vorgesehenen Patronenschlaufen und versuche es erneut. Diese Art des Ladens ist dann schon deutlich besser und schneller, weil ich kann ungehindert die Patronen greifen und diese in den Revolver laden. Und so in dieser Ladeart werden wir das jetzt einmal zeitlich mit Red Dead Redemption vergleichen. Die Zeitmessung beginnt mit dem letzten Schuss des Revolvers und endet mit dem ersten Schuss der neu beladenen Trommel. Zuerst folgt die Szene aus Red Dead Redemption und danach erfolgt der Ladevorgang mit derselben Waffe in der Realität natürlich dann auch mit einer zeitlichen Messung. Zuerst messen wir den Ladevorgang mit dem Kettleman Revolver. Sekunden für 6 Patronen, nicht schlecht. Versuchen wir das Ganze mal in der Realität mit dem Single Action Army Revolver.
26,86 Sekunden in der Realität für das Beladen eines Single-Action-Revolvers. Als nächstes der Scofield-Revolver. Hier erhoffe ich mir eine schnellere Ladezeit als beim Single-Action-Army. Sekunden. Schade. Vom Prinzip nahezu identisch mit dem Single-Action-Army mit 3,7 Sekunden. Und wie sieht's in der Realität aus? Sekunden mit dem Scofield Revolver in der Realität. Im Vergleich zum Single Action Army Revolver ist das B- und Entladen des Scofields deutlich schneller. Einen Kandidaten haben wir noch, und zwar unser Lancaster Rifle. Sekunden für das Beladen des Lancaster Rifles, nicht schlecht. Ich denke, ihr wisst schon, was euch jetzt erwartet, aber trotzdem schauen wir uns das Ganze nochmal in der Realität an. Sekunden für das Beladen eines Winchester Rifles mit 10 Patronen in der Realität. Ja, das Ladeprinzip bzw. die Ladetechnik in Red Dead Redemption 2 ist natürlich absolut unrealistisch. Natürlich muss man jetzt überlegen, warum hat Rockstar Games das so gemacht? Warum haben die das so unrealistisch gemacht? Jetzt überlegt mal, jetzt stellt euch mal vor, ihr zockt in Red Dead Redemption, seid gerade bei einem heftigen Schusswechsel und ihr müsst euren Revolver nachladen und ihr braucht für das Nachladen des Revolvers um die 25 Sekunden oder für das Nachladen des Lancaster Rifles ungefähr 30 Sekunden. Wenn Rockstar Games das jetzt wirklich so umgesetzt hätte, wäre das zwar realistisch gewesen, aber ich denke, darunter hätte der gesamte Spielspaß extrem gelitten. Von daher ist das Ganze zwar unrealistisch, aber aus meiner Sicht absolut verständlich. Das Video neigt sich langsam dem Ende. Lasst uns aber nochmal kurz zusammenfassen, wie realistisch jetzt die Waffen in Red Dead Redemption sind. Also, das Aussehen der Waffen ist realistisch. Die Auswahl der Waffen ist realistisch. Das Verhalten der Waffen beim Schießen ist realistisch. Die Bedienung der Waffen ist realistisch. Schnelle Schussfolgen, da müssen wir die Waffen etwas differenzieren. Schnelle Schussfolgen beim Kettleman Revolver sind realistisch. Schnelle Schussfolgen beim Scofield Revolver sind unrealistisch. Und schnelle Schussfolgen beim Lancaster Rifle sind realistisch. Die Ladefunktion ist realistisch, jedoch ist die Ladetechnik unrealistisch. Ja, im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall sagen, dass die Schusswaffen in Red Dead Redemption auf jeden Fall realistisch dargestellt sind, genauso wie das Verhalten und die Bedienung der Waffen. Es gibt hier und da zwar ein paar unrealistische Sachen, aber die kommen wieder dem schnelleren Spielbetrieb zugute. Falls ihr Western-Fan seid und ihr habt eine Konsole zu Hause und habt Red Dead Redemption bisher noch nicht gespielt, Leute, kauft euch das Spiel. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich ein super tolles Spiel. Rockstar Games hat sich hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich kann es nur immer wieder betonen und ich finde, das sollte auch gegenüber Rockstar Games wertgeschätzt werden, dass die sich diesem Thema Western, Wild West überhaupt noch widmen, weil das goldene Zeitalter der Western-Filme und der Hype um den Wilden Westen ist längst vorbei. Von daher danke Rockstar Games für dieses geniale Spiel. Ja, aber auch wenn ihr keine Konsole habt und ihr interessiert euch für das Spiel, aus meiner Sicht lohnt sich sogar der Kauf einer solchen Konsole,
für Red Dead Redemption. Bei der Xbox One weiß ich, dass ihr auch den ersten Teil auf der aktuellen Konsole spielen könnt. Und so könnt ihr euch beide Teile kaufen und ihr könnt beide Teile spielen. Und aus meiner Sicht ist man auch dazu niemals zu alt. Auch wenn ihr jetzt etwas älter seid, egal, kauft euch einfach eine Konsole, macht es einfach. Ihr werdet es hinterher nicht bereuen. Wie gesagt, das Video neigt sich langsam dem Ende, aber eine Sache habe ich noch für euch. Kommen wir zum sportlichen Angebot. Sportliches Angebot, denken jetzt wahrscheinlich viele. Warte mal, Red Dead Redemption 2, sportlich? Ich sitze doch vor der Konsole und zocke lieber. Leute, raus aus dem Sessel. Wenn ihr euch für solche Westernwaffen interessiert oder wenn ihr euch, so wie ich, gerne als Cowboy verkleidet oder wenn ihr das mal machen wollt, dann habe ich genau das Richtige für euch, und zwar Cowboy Action Shooting. Was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Cowboy Action Shooting oder auf Deutsch Western Schießen ist ein dynamischer Schießsport, stammt woher sonst aus den USA. Beim Cowboy Action Shooting geht es darum, einen Parcours aus mehreren großen Metallzielen schnellstmöglich zu durchlaufen und die Ziele schnellstmöglich zu treffen. Dabei geht es weniger um Präzision, sondern eher um Geschwindigkeit. Der Durchlauf wird zeitlich gemessen und der Cowboy mit der schnellsten Gesamtzeit gewinnt. Für das Cowboy Action Shooting werden ausschließlich Waffen verwendet, die ihren historischen Vorbildern aus der Zeit des Wilden Westen entsprechen. Hier wird nur scharf geschossen. Im Normalfall werden für ein Parcours zwei Single-Action-Army-Revolver, ein Winchester-Rifle und eine Shotgun verwendet. Neben dem sportlichen Schießen ist die Kleidung eine weitere Besonderheit, denn jeder Teilnehmer ist im Western-Outfit gekleidet. Mit dieser Kombination wird ein einmaliger Western-Flair geschaffen. Im Jahr 2017 haben wir das Cowboy Action Shooting mit CO2 und Druckluftwaffen ins Leben gerufen. Diese Art des Cowboy Action Shootings befindet sich zurzeit noch im Aufbau. Ziel ist es, das Cowboy Action Shooting mit CO2 und Druckluftwaffen so nah wie möglich an das originale Vorbild anzulehnen und es deutschlandweit zu etablieren. Der Ablauf und die Regeln sind absolut identisch mit dem originalen Vorbild. Der einzige Unterschied soll sein, dass wir nicht mit scharfen Waffen, sondern mit CO2 und Druckluftwaffen schießen. Wir haben bisher schon einige Matches erfolgreich ausgetragen und auch hier ist das Wild West Feeling garantiert. Das ist Cowboy Action Shooting. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick in den Sport geben. Und ich könnte jetzt hier noch stundenlang über dieses Thema referieren. Das kann ich natürlich nicht machen, weil ich versuche, das Video so kurz wie möglich zu halten. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass das sportliche Schießen nur ein Teil des Cowboy Action Shootings ist. Der andere Teil ist das Drumherum, das Treffen, die Mitglieder. Man ist halt unter Gleichgesinnten. Jeder ist entsprechend gekleidet und jeder hat ähnliche Interessen. Und das ist das, was das Cowboy Action Shooting so besonders macht. Es ist schwer, das Ganze zu beschreiben. Man wird es erst erfahren, wenn man wirklich mal selbst auf so einem Cowboy Action Shooting Match war. Und wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe auf das Cowboy Action Shooting mit CO2 und Druckluftwaffen, dann schaut doch einfach mal auf unsere Homepage www.co2cas.de. Dort bekommt ihr einen kurzen Überblick über das, was wir machen und wie das Ganze so funktioniert. Schaut euch auf jeden Fall meine Videos an. Dort gibt es auch sehr viele interessante Videos über die letzten Turniere, die wir hatten. Ja, und wenn ihr mich und die anderen CO2R-Cowboys mal etwas genauer kennenlernen wollt, dann schaut doch einfach bei uns ins CO2R-Forum, wo wir zum Beispiel unsere ganzen Cowboy-Action-Shooting-Matches immer planen. Ich werde euch das unten in der Beschreibung alles verlinken. Jetzt wird es wahrscheinlich einige unter euch geben, die sagen, Schießen mit CO2 und Druckluftwaffen? Das ist ja Pipifax. Ich brauche was, was richtig Bums hat, was richtig qualmt. Leute, Meinung akzeptiert. Es gibt das richtige Cowboy-Action-Shooting oder auch
Westernschießen genannt, natürlich hier in Deutschland. Dort wird dann mit scharfen Waffen geschossen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut auf deren Homepage www.bdsnet.de/western. Ja, ihr seht, der Wilde Westen, er lebt noch, er lebt auch hier in Deutschland und vielleicht ist er sogar direkt vor eurer Tür. Es gibt hier ein großes Angebot an Western-Aktivitäten und wenn ihr mal eine Western-Stadt hier in Deutschland besuchen wollt, dann googelt einfach mal oder schaut auch einfach mal in meinen Videos. Auch wir haben schon viele verschiedene Western-Städte besucht und haben auch dort viel Videomaterial mitgebracht und auch dort könnt ihr natürlich dieses Western-Feeling erleben. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende des Videos. Das, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, ist eins meiner komplexesten Videos gewesen, an denen ich am längsten bisher gesessen habe. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich werde natürlich auch in Zukunft weitere Videos zum Thema Wild West, Western und Cowboy Action Shooting veröffentlichen. Und für alle, die es jetzt bis hierhin geschafft haben, habe ich noch eine kleine Überraschung. Red Dead Redemption hat natürlich auch noch eine ganz andere Seite. Dort geht es auch nicht nur um Schießen und um Waffen, sondern auch die Natur ist in Red Dead Redemption sehr, sehr schön dargestellt. Und ich bin nämlich nochmal in den Sonnenuntergang geritten und habe das schön mit Musik untermalt. Schaut euch das auf jeden Fall jetzt nochmal bis zum Schluss an. Ich sage jetzt schon mal so long, Cowboys, bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow to be roping, no more stray, will I see round the bend. She'll be waiting. My rifle, pony, and me. For my rifle, my pony.